Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Hört, wir Freunde, sind gerade mitten dabei, den neuen Chaka, der Marakai hier zu helfen. Was weiß ich? Und müssen die nächste Aufgabe überbringen. Nun kommt die Prüfung der Schwäche. Chaka Datu wünscht dich zu sehen. Du sollst ihm deine Weisheit beweisen. Er wird dir 3 Fragen stellen. Chi, ich wusste, dass so etwas kommt. Aber ich habe vorgesorgt. Jetzt kommt's. Genau für diese Aufgabe habe ich dich als meinen Hallmark erwählt. Aha. Na klar doch. Du weißt ja vorher zu den anderen genommen. Labertasche. Doch keine Ahnung, was Datu wissen will. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Hoshi, der Shaganumbi. Was du nicht schaffst, hätte Potaka und ich auch nicht geschafft. Du klingst ja sehr entspannt. Ich dachte, du willst Häuptling werden. Du bist mein Hallmark. Wenn du zweifelst, entehrst du mich. Verstehe. Dann geh mal rüber zu Datu. Nein, warte. So kannst du doch nicht dahin gehen. Ich soll doch die Fragen beantworten. Okay. Verstehe, ich soll dich mit einer Voodoo-Puppe übernehmen. Ja, Malaika wird uns eine bauen. Das kann ich selbst. Wirklich? Ja, ich schätze, du hast dir nicht den schlechtesten Hallmark ausgesucht. Uwamba, jetzt bin ich beeindruckt. Okay. Gib mir eine Haarsträhne von dir und ich baue eine Voodoo-Puppe. Na gut, aber wenn du nicht genau weißt, was du da tust... Dann gehe ich zu Malaika, klar. Gib schon her, ich mach das schon. Hier hast du mein Haar. Geh und bau die Puppe, Hallmark. Ich hoffe, das Haar ist auch von deinem Kopf und nicht hier von woanders. Na gut, dann bauen wir mal eine Puppe. Und die Tivas sprachen zu mir. Da will der bescheißen, der Junge. Das ist ja unglaublich, ey. Echt ein frecher Bursche, ne? Dieser Typ. Aber naja, gut. So, ja. Ich habe nicht... Warum nicht? Scheiße, habe ich alles verkauft? Das Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo Malaika, wo die ist. Spürt ihr, wie sie euch nachts den Schlaf raubt? Du nicht. Wo ist sie? Da nicht. Da wahrscheinlich. Du kennst dich doch mit Voodoo-Puppen aus, oder? Chi, sehr gut. Warum? Ich habe mich gerade gefragt, was ich machen müsste, um hier bei euch eine zu bauen. Einige Zutaten dafür kann ich dir verkaufen. Eine Puppe, Zähne, Augen und Jade brauchst du. Mit dem Haar deines Opfers gehst du dann zum... Okay, warte mal. Die Frage. Okay, erstmal muss ich gucken, was habe ich und was habe ich nicht. Ich müsste Zähne. Zähne muss ich haben. Warum habe ich keine Puppe? Scheiße, warum habe ich denn die Puppe nicht mehr? Augen habe ich. Ich habe keine Zähne. Jade müsste ich auch... Warum habe ich keinen Jade? Habe ich das verkauft? Ah nee, Jade habe ich. Okay. Ja, mir fehlt im Grunde nur Zähne. Komischerweise habe ich nämlich keine mehr. Und mir fehlt komischerweise eine Puppe. Obwohl, ja, ich eigentlich eine hätte haben müssen. Aber irgendwie habe ich keine. Der Untergang Tawongasab. So, dann zeig mir deine komischen, was ist das denn? Tihako. Totenkopf, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. So, eine Voodoo-Puppe kostet nur 50. Ja, nee, so viele will ich nicht haben, ich brauche nur eine. Danke. Und im Grunde Zahn. Dann habe ich alles, ne? Kosten auch 50? Ne, nehmen wir mal 2 direkt mit. So. Augen habe ich noch, das Haar habe ich auch, das müsste es eigentlich gewesen sein. Der Untergang ist nahe! Der Tod fegt über das Land. Weil eigentlich hatte ich ja eine Puppe, ne? Nicht halt machen. Wahrscheinlich habe ich die in meinem Kaufwahn verkauft. In meinem Verkaufwahn. So.
Wunderbar. Damit kriegen wir natürlich auch wieder ein bisschen Ruhm. Dann werden wir hier mal speichern. Falls das jetzt alles nicht so klappt, wie es sollte. Damit ihr einen Platz im Reich der Toten habt. So, dann müssen wir natürlich Ausrüstung. So, so. So, so. Damit ihr nicht rastlos bis zum. Dann steh mal auf jetzt. Leider nicht. Das dauert ganz schön lange, bis ich den übernommen habe. So. Na dann. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir diese Fragen beantworten können. Ich würde hier, glaube ich, auch nochmal. Achso, ich kann ja nicht speichern, wenn ich nicht ich bin. Das ist doof. How? How? Dollar. So, mein Freund, da bin ich. Na endlich. Warum dauerte das so lange? Ich hatte noch etwas zu erledigen. Kein guter Anfang. Stelle mir die drei Fragen der Prüfung der Schwäche. Was soll das? Keine standesgemäße Begrüßung? Wo sind deine Manieren, Salu? Muss ich jetzt erst eine Knicks machen oder so? Du redest schon wie dein Hallmack. Keine gute Wahl. Dieser Gucho hat einen schlechten Einfluss auf dich. Ach komm, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Schluss damit. Lass uns nun deine Weisheit prüfen. Damit wir auch mal was sagen können. So, ich bin bereit. Moment, ich muss noch mal kurz in Gucho. Moment. Ich muss vorher noch mal kurz in Busch verschwinden. Unsinn. Dafür hattest du vorher genug Zeit. Du stellst meine Geduld mit dir auf eine harte Probe, Salu. Okay, okay. Ich höre jetzt auf mit dem Quatsch. Ich will das hier ja nicht versauen. Fang einfach an. Geil. Also, hier ist die erste Frage. Ja. Was verschlingt alles, was es berührt, aber ist doch nicht? Finsternis. Die Finsternis. Ja, die Antwort ist richtig. Natürlich ist sie das. Aber die Frage war auch nicht besonders schwer. Ja, jetzt kommen die Ausreden, ne? Wie lautet die zweite Frage? Was kann nie verliehen oder verdient werden, wird aber oft verschwendet. Worte, nein. Zeit. Die Zeit. Gut, das ist richtig. Stell mir deine dritte Frage. Was essen die Toten? Und wenn es die Lebenden essen, sterben sie eines qualvollen Todes. Nichts. Nichts. Ja, deine Antwort ist weise. Okay, war's das jetzt? Du hast alle Fragen richtig beantwortet. Ich sehe die Prüfung der Schwäche als gemeistert an. Gut gemacht, Salu. Ah ja, sehr schön. Geh nun. Ich werde sehen, wie es um Hakekes Prüfung bestellt ist. Ja, das war jetzt einfach. Und das hätte er jetzt nicht selbst gekonnt. Schon ein bisschen traurig. Naja, er ist halt doof wie Brot, ne? Ich glaube, das ist vielleicht auch nicht so richtig, ihn zu wählen. Aber, mein Gott. Ist ja letztlich wurscht. Hauptsache, die Quest ist erledigt. Der wird das schon ganz famos machen. So. Das war's. Ich habe Datus Fragen beantwortet. Und was sagt er? Alles gut. Ich habe die Prüfung für dich bestanden. Gut gemacht. Dann lass uns gleich die letzte Prüfung vornehmen. Hakeke hat die zweite Aufgabe erfolgreich gemeistert. Woher weiß er das? Verstehe. Dann wird's jetzt spannend. Ja. Geh zu Datu und lass dir die letzte Aufgabe geben. Das ist voll dumm. Woher weiß er, dass er die gemeistert hat? Damit ihr nicht rastlos bis zum Wenn Ende er das weiß, müsste ich das theoretisch auch wissen. Wandern müsst. Naja. Das sind so kleine Unsinnigkeiten, die halt so in Spielen manchmal existieren. So, dann fragen wir mal direkt wegen der letzten. Prüfung. Bin ich ja mal gespannt, was das jetzt wird. Ja, ja, ich weiß. Salu will seine nächste Aufgabe. Nun denn,
Hier ist die letzte Prüfung. Es ist die Prüfung der Stärke. Beide Herausforderer sind große Kämpfer. Ein jeder der Beste in seiner Kampfart. Der eine im Kampf Mann gegen Mann, der andere im Kampf mit dem Wurfspeer. Ein Kräftemessen wäre immer unfair, auf die eine oder die andere Weise. Wie willst du dann herausfinden, wer der Stärkere ist? Ich habe entschieden. Die Herausforderer werden ihr Können in der Auswahl der richtigen Waffengefährten unter Beweis stellen. Die beiden Hallmaks werden gegeneinander kämpfen. War klar. Ich hab's geahnt. Geht und bereitet euch darauf vor. Der Kampf wird auf dem Ritualplatz stattfinden. Na klar doch. Ich wusste, dass ich eh für ihn kämpfen muss. Und der gar nichts tun braucht, der Arsch. So, darf ich das eigentlich als Feuer, als Lagerfeuer mal kurz missbrauchen? Da kann ich mir nämlich ein bisschen Hühnerschenkel bauen. Zubereiten. Damit ihr nicht rastlos bis zum Ende aller Tage im Dunkeln wandern müsst. Das wäre total nett, wenn das gehen würde. Sie werden euch Verdammt, das geht nicht. Ja, ist ja schon gut. Das Udo der Hieke ist bei uns. Na Sie gut. Werden euch begleiten. Dann werden wir ihm das mal sagen. Angst, meine Freunde. Du trampelst. Es liegt in meiner Hand. Und? Was hat Dato gesagt? Ein Zweikampf zwischen euren beiden Hallmarks soll die letzte Prüfung entscheiden. Das ist eine ehrenvolle Aufgabe für dich. Wenn du das sagst. Gut. Dann geh und besiege Hallmark Daiki. Aber gib Acht. Daiki ist sehr flink. Ja, das wird schon. Sie darf euren Geist nicht beherrschen. Die Frage ist, wie... Angst macht schwach. Macht euch... Was ist da eigentlich da hinten? Da war ich noch gar nicht. Ach so, das ist so ein Kessel. Wer bist du eigentlich? Komm ruhig näher. Ich beiß dich schon nicht. Atme tief ein. Riecht das nicht wunderbar? Toll. Ja, riecht gut hier. Dachte ich mir. Das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich koche gerade ein sehr altes Rezept unseres Volkes. Es ist köstlich. Aber mir fehlt noch eine Kleinigkeit, um es zu vollenden. Was ist das für ein Rezept, das du zubereitest? Firutaopi. Wenn du es falsch zubereitest, ist es tödlich. Na, das klingt ja lecker. Das ist es auch, wenn ich damit fertig bin. Leider fehlt mir die wichtigste Zutat, die Feuerschote. Du bist hier die Köchin? Ich bin die älteste der Sammlerinnen. Darum bereite ich nach den Rezepten der Hieke das Essen zu. Hast du dein Rezept früher schon einmal ausprobiert? Ja, aber das ist schon ziemlich lange her. Es ist vorzüglich. Es heißt, es habe magische Kräfte. Und? Hat es welche? Nein. Es brennt nur so sehr im Rachen, dass man kaum sprechen kann. Verstehe. Ich kann dir die fehlende Zutat bringen. Das ist gut, Gucho. Denn es ist schwer zu finden. Ich habe Esana bereits suchen geschickt. Aber es ist zu gefährlich für sie, wenn sie zu weit weggeht. Rede mit ihr und sag ihr, dass du diese Aufgabe übernimmst. Wenn du mir 4 Feuerschoten bringst, bekommst du etwas ab. Mhm. Es freut sich mein Gaumen drauf. Wo findet man Feuerschoten? Sie wachsen auf den Plateaus, brauchen viel Licht. Durch die Sonne entwickeln sie ihr feuriges Aroma. Am besten, du folgst dem Dschungel Richtung Nordosten. Dort befindet sich eine Anhöhe. Frag Esana nach den Schoten. Sie sammelt dort. Okay, aber erstmal muss ich diesen komischen Platz finden. Der hat mich da zwar hingeführt, aber... Oh. Wo war nochmal der Ritualplatz, ey? Ich auch. Ach, da hinten irgendwo, oder? Macht euch frei und lasst euch führen. Alles ergibt einen Sinn. Das Schicksal wird den belohnen, der es mit offenen Armen und sehenden Auges empfängt. Da kann ich noch einen Pilzlein mitnehmen. Was ist hier? Meine Worte. Die Häuptlinge treten gegeneinander an, um das Kriegsbeil für immer zu begraben.
Das Haupt des Verlierers soll getrocknet und als abschreckendes Beispiel aufbewahrt werden. Die Trophäe wird schließlich auf dem Grab des Gewinners aufgestellt. Das letzte Duell der Häuptlinge gewann der Chaka des Shaganumbi-Stamms. Interessant. Der Schrumpfkopf. Denkt an meine Worte. So, Potaka, ach so, den hatte ich ja besiegt. Hört, meine Freunde, was ich zu sagen habe. Ich hatte eine Vision. Oder war das da hinten? Verdammt, ey. Merke ich mir aber auch nicht so einen Scheiß. Aber das war hier im Dorf. So, das weiß ich noch. Ich hatte eine Vision. Und die Tivas sprachen zu mir. Das Dunkel war der Ritualplatz aber nicht hier irgendwo? Ich hab's vergessen. Vielleicht hier? Nee, hier komme ich zu ihm. Ach, das kann doch nicht sein, dass ich den vergessen habe. Wo das ist, ey. Du trampelst wie ein Gorilla. Okay. Warum bringt er mich nicht eigentlich hin? Müsste der nicht mitkommen? Ich meine, immerhin kämpfe ich ja für ihn. Und wo finde ich den Arsch? Jetzt steht er wahrscheinlich immer noch da unten irgendwo im Wald rum, ne? Jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal zu ihm hingehen oder so. Können wir mal kurz schauen, eigentlich. Letzte Prüfung. Ich muss gegen den anderen Heimer kämpfen, um die letzte Prüfung des Nachfolgerätes zu bestehen. Okay. Sag mir jetzt auch nicht wirklich, was ich tun soll. Das Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Hütet euch vor der Dunkelheit. Spürt ihr, wie sie euch nachts den Schlaf raubt? Aber das kann doch nicht sein, ey. Wo ist denn dieses scheiß Ritualplätzlein? Der Tod fegt über das Land. Oder war das da? Und wird auch vor unseren Hütten nicht Halt machen. Betet zu den Ahnen, damit ihr einen Platz im Reich der Kann Toten auch sein, egal. Erhaltet, ich muss erstmal den alten Arschkeks finden. Bis zum Ende aller Tage steht wahrscheinlich immer noch da so wie ein Vollhorst rum. Könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe, der Weg war jetzt richtig. Termiten! Ach. Jetzt nur... Ach, verdammt. Halt, stopp, ich habe was vergessen. Ich muss natürlich auch wieder meine... hier, ne? Waffe in die Hand nehmen. So. Und weiter geht's. Bin ich mit dem gar nicht lang gegangen? Ach, ich glaube, der ist hier hoch. Ist der hier hochgelaufen? Es könnte sein. Ich bin mir nicht mehr so sicher, weil ich mir den Weg natürlich nicht gemerkt habe. Weil, warum auch? Boah, Termite, halt die Backen, ey. Ich muss mir auf jeden Fall auch richtig gut meine... Alter, geh mir doch nicht auf den Pip. Dreckstück. Verkackte Dreckstermiten, ey. Sollte man alle verrotten. Verrotten lassen. So. Ausrotten natürlich. Außerdem, wo ist denn jetzt der Arsch? Was soll denn das? Ich muss gegen den kämpfen und dann muss ich ihn auch noch selber suchen, oder wie? Wie dumm. Ich gehe jetzt nochmal zu ihm, er soll mir jetzt sagen, was ich tun soll. Das ist doch scheiße. Warum soll ich den suchen? Der müsste Macht doch eigentlich hier im Dorf irgendwo stehen. Ich meine... Alles ergibt einen Sinn. Bist du das? Ach, du bist der Daiki. Du wirst mich nicht bezwingen, Pirat. Ach, halt die Fresse. Ach ja? Das werden wir noch sehen, Hallmark des Hakeke. Das werden wir. Ich erwarte dich auf dem Ritualplatz. Ja, komm. Das Schicksal wird den belohnen, Schwinge nicht so große Reden. Armen und sehenden Auges empfängt. Denkt an meine Worte. Wie will er mich denn bitte bezwingen? Ich habe es gesehen. Ono. Hört, meine Freunde. Endlich geht er weiter. Was ich weißt du, der kann doch nicht mal an dem vorbeilaufen und möchte mich bezwingen. Vision. Klar doch. Ach, Charlie, da bist du auch mal wieder. Interessant. So, kannst du losgehen? Jetzt werden wir sehen, was du kannst, Gucho. Ja. Schluss jetzt. Ja, und ich hoffe, das ist jetzt die letzte Aufgabe. Ich hab die Schnauze langsam voll. Was sagst du? Willst du mich beleidigen? Nein, ich meine, ja. Egal. Hau rein, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit.
Hau! Halt! Hallo, ich muss meine Waffe in die Hand nehmen, sonst wird das nicht hier. Tonka! Arsch! Aua! Ja! Yeah! Jeha! Nein! Aua! Ja, du bist total flink und gewitzt, mein Freund, im Kampf. Meine Güte, es ehrt mich ja, gegen dich kämpfen zu dürfen. Mach schon! So. Nee, du willst nur mit deinem komischen Speer wieder werfen. Den du dir aus dem Arsch ziehst, ey. Ha, ausgiebig, mein Freund. Da hast du jetzt nicht mitgerechnet, ne? Lass Blut fließen. Ja, ich bin dabei. Ja! Heuer! Mein Freund. So sieht's aus. Ist ja gar nichts drauf. Ich habe verloren? Ja, du bist schlecht. Yep, sieht wohl so aus, mein Freund. Ich gehe zu Hakeke und werde ihm sagen, dass ich versagt habe. Na, tu das mal. Ich gehe zu dem anderen Typen und sag, dass ich nicht versagt habe. Irgendwelche Vorschläge? Die Marakai haben ein reiches, weites Land. Das sollten wir erkunden. Okay. Dann gehe ich mal zurück und sage, so, hier, ich habe gewonnen, du bist Häuptling das oder Dunkel auch nicht. Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Hütet euch vor der Dunkelheit. Du trampelst wie ein Gorilla. Ich habe Hakekes Hallmark besiegt. Ah, das ist... Ja, das ist gut, ne? Ich gehe jetzt zu Datu und sag ihm, dass er dich endlich zum Häuptling machen soll. Ich habe jetzt genug von dem Unsinn. Ja, tu das. Ich warte hier. Ach, jetzt muss ich noch zum Häuptling gehen und ihm das sagen. Ja, das genau. Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Hütet euch vor der Dunkelheit. Dann wollen wir ihm mal sagen, was abgeht. Und dann haben wir das endlich hinter uns. Ich habe Hakekes Hallmark besiegt. So sei es. Es ist entschieden. Ein neuer Häuptling ist gefunden. Möge seine Weisheit und Stärke unser Volk ins Licht führen. Ja, ja, er wird das Kind schon schaukeln. Was? Naja, ich meine, egal, alles wird gut. Ja, doch nun zu dir. Du hast Mut und Kampfkraft bewiesen. Nun gehört dir das Symbol des Chaka-Hallmaks der Marakai. Juhu. Trage es mit Stolz. Es ist eine große Ehre für dich. Ich werde mal so ein bisschen nett sein, ne? Ich werde das Symbol deines Sohnes in Ehren halten. So ist das Recht. Die Geister der Ahnen mögen dich beschützen. Hier hast du es. Und nun geh in Frieden. Chaka-Hallmak der Marakai. Na also, da ist das Ding. Mächtiges Artefakt. Ich beneide dich um die Ehre, es tragen zu dürfen. Tja, so ist das. Meine Katze ist ein bisschen behindert. Ich weiß nicht, die hat sich gerade vor irgendwas erschreckt. Keine Ahnung von was. Aber das wird schon seinen Grund haben. Aber wir haben es geschafft. Wir haben einen neuen Häuptling der Marakai auf den Thron gesetzt, wenn man so möchte. Und damit beende ich diese Folge, bedanke mich natürlich recht herzlich bei euch, drehe mich noch ein bisschen im Kreis, weil ich mich so doll freue, dass ich jetzt diesen Totenkopf habe. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein.